Herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Und wie geht es dir? Gut, denke ich. Du wirst mehr Energie brauchen als das, Gameplayerin. Was ist mit dir? Geht es dir gut, nachdem du so viele rohe Lebensmittel gegessen hast? Ja, natürlich. Die Hitze, die durch die Arbeit meiner Muskeln entsteht, wird das Essen in meinen Inneren kochen. So funktioniert die Verdauung nicht. Oh, Gameplayerin, wie wenig du weißt. Okay, Gaston, was kommt als nächstes? Wir müssen einen Ort schaffen, an dem wir unsere Muskeln trainieren können. Wir werden ihn von Grund auf mit Material bauen, die wir der Natur entnommen haben. Wir würden das ein Fitnessstudio nennen. Und du meinst Materialien, die ich für dich sammle? Ein Fitnessstudio. Ich mag diesen Namen. Ich sammle einige Kokosnüsse, Messingbarren, Steine und etwas Tropenholz. Und besuche Herrn Duck wegen eines Spiegels. Ein großer Spiegel. Darf ich fragen, warum wir einen Spiegel brauchen? Du enttäuscht mich, Gameplayerin. Warum sollte jemand seine Muskeln trainieren, wenn er sich selbst nicht dabei zusehen kann? Aha, um stärker zu werden? Aber woher willst du wissen, dass das funktioniert, wenn du keinen Spiegel hast? Stelle sicher, dass du Maui findest und ihn in unser Fitnessstudio einlädst. Als einziger anderer beeindruckend muskulöser Mensch in der Nähe wird er sehen wollen, was wir gemacht haben. Also gut, ich gehe da mal los. Auf Wiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen wäre mir ehrlich gesagt lieber. Ich habe gerade Phaser gelesen. Oh, ganz, ganz böses Wort. 20 Fasern. Die musste ich doch durch die... aber mit den Algen. 20 Stück. Okay, aber zum Glück kommen immer 5 raus. Das ist schon mal gut. Und, was hat er gesagt? Kupfer... Messingbarren. Wie viel brauche ich davon? 2 Stück. 2 Stück. Womit wird das denn gemacht? Aber mit Kupfer ist richtig. Oh, und Zink. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen Neues holen. Was haben wir denn hier? Grillwerkzeuge. Oh. Und wieder Haufen Reichtümer. Wunderbar. Ach so. Ach ja, jetzt hat er nur 1 gemacht. Jetzt habe ich so viel geredet und habe vergessen, auf mehr zu drücken. Okay. Gut, stelle Gastons Kokosnuss-Fitnessstudio her. Ach so, das ist so klein, oder wie? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du bist es. Können wir reden? Ah, hier. Ein Stuhl haben wir auch, okay. So, gut, dass ich noch Steine zwischendurch besorgt habe. Und bestelle Spiegel der Königin des Meeres bei Dagobert. Okay, mal schauen. Ich bin mal gespannt. Spiegel der Königin des Meeres. Ein Schurke und seine Reichtümer werden bald getrennt, weißt du? Spiegel der Königin des Meeres. Möbel. Das ist das nicht, ne? Spiegel der Königin des Meeres. Ach ja. Spiegel der Königin. Was ist das denn überhaupt? Ein Mülleimer. Oh. Habe ich noch nicht. Bestellen wir auch mal. Mutter Gothel. Spiegel der Königin des Meeres. Ich sehe keine Spiegel mehr. Natürlich. Der allerletzte, der da drin ist, den müssen wir natürlich haben. Okay. Den nehmen wir aber 2-mal. Dann kann ich den bei Ursula auch ins Zimmer stellen. Weil ich denke mal, dass das von ihr der Spiegel sein soll. Auf Wiedersehen und bis so, bald. So, platziere in der Nähe der Docks im...
Land der Uralten. Platziere es in der Nähe der Docks. Also hier irgendwo eigentlich, ne? Aber wo stellen wir das am besten hin? Machen wir mal hier. Ich weiß nicht, warum das soll. Keine Ahnung. So. Dekorationen hinzugefügt. Lade Maui ein, mit Gaston und dir zu trainieren. Kann man da wirklich mit trainieren? Ja? Nee, das ist Streicheln. Ich dachte gerade schon. Okay, ist Maui denn überhaupt hier? Ah ja, doch. Okay. Laufe ich ihm mal entgegen. Heieiei. Maui? Dir einen angenehmen Morgen. Wo bist du? Da bist du. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Maui, ich habe möglicherweise aufregende Neuigkeiten für dich. Sag mir nicht, dass du deine ganze Magie benutzt hast, um dich selbst zu verwandeln. Noch besser. Gaston versucht, ein Fitnessstudio zu eröffnen. Dort kannst du deine Muskeln mit Gewichten und so weiter trainieren. Nein, danke. Nun, ich soll dir die Überraschung nicht verderben, aber er wollte, dass du weißt, dass es um Kokosnüsse geht. Hey! Interessant. Vielleicht werde ich mal vorbeischauen. Kein Fan von Fitnessstudios? Ich brauche keinen besonderen Ort, um diese Muskeln zu bekommen. Halbgott, schon vergessen? Glück gehabt. Versteh mich nicht falsch. Für dich hört sich das mit dem Fitnessstudio toll an. Du solltest vorbeikommen und dir alles ansehen. Okay. Wird gemacht. Bis später, Gameplayerin. Okay, ich bin raus. So, trifft die beiden im Fitnessstudio. Machen wir. Mal gucken, ob der jetzt vor mir da ist, obwohl ich mich hinteleportiert habe. Also Gaston war schon da, das habe ich schon gesehen. Der ist aber... Doch, hier oben steht er. Wenn Maui jetzt auch noch auftauchen würde. Ist schon unterwegs. Da kommt er. Na... Maui, ich wusste, dass du ein Bewunderer von Fitness sein würdest. Ja, mir wurde gesagt, dass es um Kokosnüsse geht. Ja, wie im gastonischen Fitnessstudio gibt es Kokosnüsse und andere Materialien, die ausschließlich von mir gesammelt wurden. Gut für dich, Kumpel. Wirklich? Du magst es? Klar, das ist eine coole Sache für Sterbliche. Als Halbgott muss ich nicht ins Fitnessstudio gehen, aber ich freue mich für dich. Oh, bist du sicher, dass du es nicht versuchen willst? Man sieht sich, Gaston. Warum musste ich den Morgen so früh beginnen lassen? Ein emotional erschütternder Gaston wartet in der Nähe des Fitnessstudios auf dich, okay? Nun, das war, ein bisschen unangenehm. Aber egal, wir müssen vorwärts kommen. Kein Bedauern, keine Zweifel. Das ist das gastonische Erlebnis. Bist du jetzt bereit, Muskeln aufzubauen, so wie ich? Ich denke schon. Ich will Begeisterung geben, Playerin. Du hast doch die Beine von Merlin gesehen, oder? Sie sind vielleicht gut zum Laufen, aber du brauchst kräftige Beine, um eindrucksvoll zu stolzieren. Willst du damit sagen, dass man niemals den Tag fürs Beintraining auslassen sollte? Das hört sich gut an. Hast du dir das selbst ausgedacht? Aber sicher doch. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe das vor langer Zeit erfunden. Du hast es sicher gehört. Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Genug geredet. Wir müssen trainieren. Okay, große Fortschritte. Jetzt geht's los. Fang mit der Hantelbank an. Ich werde dich beaufsichtigen. Wie geht es dir, Gameplayerin? Irgendwie genauso wie vorher. Nun, wir sind noch nicht fertig.
Jetzt kommt der wichtigste Teil. Der Hals. Der was? Glaubst du, ein Hals wie meiner kommt von alleine? Nein, du musst dafür arbeiten. Okay, was soll ich machen? Das hier ist der Sinn der gastonischen Methode. Ich stelle dir ein paar Fragen und du musst so antworten, wie ich es tun würde. Erste Frage. Jemand bietet dir einen Haufen Gemüse an. Was sagst du? Nein, danke. Ich habe gerade gegessen. Das ist dein Anfang. Aber du musst auch mit großem Nachdruck den Kopf schütteln. Okay, versuch's nochmal. Gameplayerin, möchtest du ein Buch? Nein. Das war's. Spüre, wie dein Hals stärker wird. Hier ist die letzte Frage. Gameplayerin, denkst du gerne über die Konsequenzen deines Handelns nach? Nein. Ich denke nur an meinen Muskelaufbau, wenn ich hier in den Spiegel schaue. Ja, dein Hals wird von Minute zu Minute dicker. Danke? Falsch. Ich verdiene Komplimente. Es gibt keinen Grund, jemanden für sie zu danken. Und was jetzt? Nun, da dein Hals beeindruckend dick ist. Oh ja, das ist er. Wir müssen ihn den anderen Dorfbewohnern zeigen. Wie gut kannst du zeichnen? Wie wäre es, wenn ich stattdessen ein paar Fotos mache? Das ist so, als würde man ein Sofortbild machen. Das geht schneller, als einen Haufen Skizzen zu zeichnen. Keine Zeit mit langweiligen Dingen verschwenden. Jetzt denkst du schon wie ich. Drei Bilder sollten genügen. Von meinem Hals? Nee, mach Fotos von Gaston. Wieso jetzt von Gaston? Hallo? Gaston. Jetzt rennt der weg. Ja, jetzt bleibe ich hier an dem Zeug hängen, was ich hier gepflanzt habe, oder was? Oh Gott, Hilfe, dieses Bild. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Kommt noch ein anderes mit einer anderen Pose vielleicht? Gut, er macht keine andere Pose, aber ja. Schau dir das an. Gefallen dir die Bilder? Ja. Sie fangen meine beeindruckende Kieferpartie perfekt ein. Und du siehst angemessen aus. Mein Herz ist gebrochen. Ein häufiger Effekt in meinem Umfeld. Als nächstes müssen wir unsere Ergebnisse den anderen Dorfbewohnern zeigen. Fang mit Maui an. Ich bin mir sicher, dass er sehr an unseren Fortschritten interessiert sein wird und daran, wie sie mit Kokosnüssen zusammenhängen. Okay. Und auch Herrn Duck und Rapunzel. Gibt es einen Grund, warum ich speziell sie sehen soll? Nun, es sind Bilder von mir, also wer würde das nicht sehen wollen? Und was dich betrifft, sie werden bewundern, wie sehr ich dir geholfen habe. Vergiss nur nicht, gastonisch zu sein, wenn du sie zeigst. Ich werde für diese Aufgabe zu 100% nicht gastonisch sein. Ja, sagen wir mal, los geht's. Denk daran, deinen Hals zu zeigen. Du gehst schon? Wie seltsam. Ich muss dir was zeigen, leider. Sei gegrüßt, Nachbar. Herr Duck, ich habe ein paar Bilder, die ich Ihnen zeigen möchte. Was ist das? Zeigst du mir noch mehr von meiner ungewollten Investition? Nicht ganz. Potz Blitz, was ist mit deinem Hals passiert? Das versuche ich selbst noch herauszufinden. Unglaublicher Wachstum ist passiert. Oh, ich hoffe, es ist rückgängig zu machen. Freundlichen Dank. Ja, das hoffe ich auch. Maui kommt gerade. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Hey Maui, Gaston wollte, dass ich dir diese Bilder zeige. Oh, du hast mit Gaston endlich diese Muskeltrainingssache gemacht? Ja,
Du siehst hier Erfolge auf Kokosnussbasis. Haha! Ich bin beeindruckt. Wenn Gaston ein bisschen mehr Zeit in seine Kokosnussausrüstung investiert, hat er vielleicht eine Chance auf einen ebenso beeindruckenden Hals wie ich. Okay, bis bald. Genau. Moment, Rapunzel ist irgendwo hier unten. Ah, hier. Oh, du bist es. Können wir reden? Nein. hier. Rapunzel. Oh, du klingst ein bisschen anders, Gameplayerin. Es kommt von meinem krassen Nacken- und Stimmbandwachstum. Hä? Nun, ich schätze, ich freue mich für dich. Gaston hat auch geholfen. Schau dir diese Bilder an. Mm. Oh, Glückwunsch? Danke. Ich muss jetzt los. Es gibt viel zu tun. Bye-bye. Wo ist denn Gaston schon wieder hin? Oh, auf der anderen Seite. Okay. Ah, da hinten, ja. Sobald man irgendwas fertiggestellt hat. Möchtest du mir nicht helfen? Fertig mit dem Zeigen der Bilder. Ausgezeichnet. Hat Maui sie gemocht? Maui? Nun, er mochte die Trainingskleidung aus Kokosnüssen. Aber er sagte auch, dass du mehr Zeit mit dem Training verbringen solltest, wenn du einen so dicken Hals haben willst wie er. Oh. Gaston, weinst du? Nein, weinen ist nicht gastonisch. Ich schwitze aus den Augen. War das alles nur, damit du mit Maui reden kannst, um einen Freund zu finden? Natürlich nicht. Du hättest einfach ehrlich sein können. Es gibt keinen Grund, sich zu verstellen. Hast du denn nichts aus dem gastonischen Erlebnis gelernt, Gameplayerin? Ich glaube nicht. Wenigstens kannst du deinen Nacken mit den Fitnessgeräten weiter verbessern. Aber ich muss leider sagen, dass du einfach nicht verstehst, wie es ist, Gaston zu sein. Ja, jeder, der auch nur zwei Gehirnzellen hat, versteht das leider nicht. Tut mir leid, Gaston. Deine ganze Klugheit, sie kommt dir in die Quere. Das meine ich ja. Es ist wahr, ich bin zu schlau. Du wirst nie ein guter LeFou sein oder als meine Gehilfin arbeiten. Ich möchte alleine sein. Na gut, wir können später darüber reden, denke ich. Aber ich glaube, was du wirklich brauchst, ist ein Freund. Vielleicht hast du recht. Ich werde darüber nachdenken, was du gesagt hast. Vielleicht hast du deinen Hals gestärkt. Natürlich ist das für mich. Okay, dann würde ich sagen, ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, weil es doch wieder sehr, sehr viel jetzt geworden ist, um hier mal einen kleinen Cut zu machen. Und nach allem, was ich hier sehe, würde ich sagen, machen wir mit Rapunzel in der nächsten Folge weiter. Es sei denn, ich schaffe es tatsächlich noch vorher, Gaston zu leveln. Nur, dass du's ich bin mir weißt, nicht sicher, ich meine aber, dass die Kürbisse wieder gewachsen sind und vielleicht habe ich doch noch ein bisschen Zeit dazu. Muss ich mal schauen. Dann würden wir natürlich mit Gaston weitermachen, damit ich dann hoffentlich endlich mal die letzte Quest von ihm bekomme. Allerdings ist er gerade auf Level 7 und ich glaube nicht, dass ich es hinkriege, den auf Level 10, also Max-Level zu kriegen für die nächste Aufgabe, bevor ich Rapunzel machen kann. Weil wenn man jetzt einmal, also wenn ich einmal bei mir beide Felder durcharbeite, hat er glaube ich nur Level 8,5 oder 9,5. Deswegen wird es wahrscheinlich ziemlich sicher Rapunzel werden in der nächsten Folge. Aber mal schauen, je nachdem, wann ich natürlich dazu komme, wieder weiter aufzunehmen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und entschuldige, dass die Folge so lang war, aber die Aufgabe war jetzt wahnsinnig lange heute. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.